Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Und heute werden wir mal wieder eine Schifffahrt machen. Juhu, ich freue mich voll. Hey, cool. Wir fahren jetzt nach französische Intervention. Bin gespannt. Ich weiß nicht, ob ich die anderen Seefahrtsmissionen mache. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich muss eigentlich in Form kommen. Oh, Junge. Karibische See 1776. Unser Auftrag, Captain. Die Belladonna unter Rodrigo Hortales und seinen Männern. Sie segelt sicherheitshalber als spanisches Schiff, doch sie ist ganz und gar französisch. Die Franzosen bringen eine Schiffsladung Pulver und Kanonen für Georgi und seine Patrioten. Ein paar koloniale Schiffe sollten sie eskortieren, doch sie ließen sie zurück. Seitdem wartet sie hier. Wir sorgen dafür, dass Washington kriegt, worauf er wartet. Wo ist le Capitaine? Ich bin der Kapitän. Ihr kommt spät. Wir kamen so schnell, es der Wind erlaubte. Zu langsam. Und was ist mit eurer Eskorte? Le Randolph war erst bei uns, dann verließ sie uns ohne Warnung. Typisch. Deshalb bestand Le Lieutenant darauf, dass ich an Bord komme. Super, jetzt habe ich eine Nervensäge an Bord. Pardon! Wir fahren erst, wenn wir bereit dazu sind. Ah! Der Atlantik ist gefährlich für ein einzelnes Schiff, besonders wenn es so wichtige Fracht geladen hat. Ihr müsst froh sein, dass wir hier sind. Boah, es ist eisig. Mein Lieutenant freut sich nicht auf den kalten Norden. Ist der Mann noch ganz bei Trost? Halte die Augen offen, Mr. Faulkner. Wer nach der Belladonna sucht, kann in dem Nebel jederzeit hier auftauchen. Ei, Captain. Ich habe ein flaues Gefühl bei der Sache. Das wird schon. Ich meine, immerhin bin ich hier. Die Engländer kommen, Sir! Ja, es sind nur kleine Popelboote, ganz ehrlich. Ah, das ist die Macht von Frankreichs Marine! Warte! Sie haben sich das falsche Schiff ausgesucht. Ha! Immerhin ein. Mehr Gegner versenken als die Labella. Okay. Bereit machen, Jungs! Aber die Belladonna muss aus diesem Nebel raus. Bereit zum Feuern! Ah, das ist die Macht! Feuer frei! Frei. Bastarde! Auf mein Zeichen! Wieso verzieht ihr einfach? Die muss gewinnen. Und Feuer! Noch nicht! Halbe Segel, Männer! Cool. Nein, nicht feuern! Oh. Bullshit! Er schießt meine eigenen Freunde auf mich. Jetzt dreht doch endlich so. Oh, beide auf einmal, komm schon bitte. Ich muss 11 Gegner vernichten, ey. Breitseite abgeben! Ja, den hab ich gekillt, du Lappen! Sehr schön. Huch, da ist ja noch einer. Okay, da ist ein bisschen mehr. Auf mein Zeichen! Ich seh den Zirkel. Ich kümmere mich um die Kleinen, du um die Großen, okay? Ist das ein Deal? Das war nur eine so eine billige Kugel. Lol. So, drei Stück, okay. Ich kümmere mich um die Kleinen, du Penner. Lass mich die Kleinen. Ja. Okay. Muss den Großen zusätzlich auch noch vernichten, ja? Hey, das war mein Kill. Der wurde mir nicht gut geschrieben. The fuck? Ich sehe absolut nicht, wo ich hinschieße. Mir wurde der Kill nicht gut geschrieben. Leute. Ihr habt's alle gesehen. Ich hab den versenkt. Ich hab keinen Kill dafür bekommen. Aber wahrscheinlich der Killstealer, die Belladonna, ne? Immer diese Franzosen. Will der mich rammen? Der will mich rammen, der Sack. Lass mich in Ruhe. Und Feuer!
Fahr mir doch nicht hinterher. Stimmt mit dem nicht. Der fährt mir die ganze Zeit hinterher. Okay, kein Segel. Selber schuld, Kollege. Selber schuld. Okay. Hätte ich nicht machen müssen. Na, kommt doch alle her! Auf wir warten nur auf... Ich hätte es geschafft! Warum sind das so viele? Okay. Ist doch egal. Wir kämpfen. Ich kann es auf jeden Fall schaffen. Ich hab's geschafft! Kommen noch mehr von denen! Was ich hab's geschafft! Was können wir tun? Nichts, nur wegen, dass sie uns nicht finden. Ich bin bereit! Feuer frei! Anhalten! Halt! Ist meine Freunde sind im Weg. Du Breitseite abheben! Ich bin ja dabei. Mach doch auch mal was! Die Franzosen können nicht mal was. Ganz ehrlich. Oh, ich hab verfehlt. Ahaha, Lappen! Er hat nicht getroffen. Ich brauche halbe Segel! Feuer! Boom! Ins Gesicht! Oh. Shit! Grandieu! Der Aufmarsch der Belladonna fällt! Wir müssen in ihrer Nähe bleiben! Feuer! Was hat denn das Ungeheuer? Ich versuche mein Bestes, Bro. Wir entern sie. Ich muss wissen, woher die Briten von der Belladonna wissen. Wir kommen, die Männer! Okay. Ich muss die Waffen wechseln. Ach, noch nichts. Einfach sein. Feuer frei! Oh, ich hab verfehlt. Er versteckt sich einfach. Verdammt, ich treffe den nicht. Der Wind segelt die ganze Zeit mit mir, das finde ich cool. Ha! Wie heißt der? Fortuna ist auf meiner Seite. Ja, dreh mal nicht durch, ja. Na komm, schieß. Tut eure Pflicht, Kapitän! Beschützt Le Belladonna! Feuer! Jetzt geht's los, Freunde, jetzt geht's los. Ich kann wieder zu Fuß laufen. Ja! Ja! Haken bereit! Zieht sie ran! Zu den Waffen! Zu den Waffen! An die Drehwaffen! Gib Deckung vom Achterdeck! Sichert die Achterleinen! Zog den Bug fest! Hey! Auf geht's! Ah, Mr. Captain! Wie geht's? Autsch! Was machst du denn? Aus dem Weg, Gepeller! Alter, wie gut läuft der Typ denn? Bis zum... Kann auch schießen! Woher wusste das britische Kommando von der Belladonna? Das britische Kommando weiß nichts davon. Warum seid ihr dann hier? Ein Patriot führte uns her. Nicholas Biddle. Für wen arbeitet Biddle? Das weißt du doch, Assassine. Ein Templerring.
Was hat der Captain gesagt? Nicholas Biddle führte sie hierher. Er hat sie. Die Randolph. Die Randolph? Klar machen zum Gefecht! Kommando zurück! Er hat längst beigedreht. Wir können die Belladonna nicht zurücklassen. Aber Sir! Sie ist beschädigt und angreifbar. Lass ihn ziehen. Wir sehen ihn früh genug wieder. Französische Intervention. Ah, ich habe eine Sache nicht geschafft, aber ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Ist mir so scheißegal. Das glaubt ihr gar nicht. Oh Mann. So, das heißt, am Ende werden wir diesem Kriegsschiff entgegentreten müssen. Bis dahin müsste ich gut genug werden, was wirklich möglich ist. Weil ich scheiße bin! Wissen wir alle. Ich kann kein Schiff fahren. Ich bin ein schlechter Captain. Ich bin nur so gut, wie das Spiel es zulässt. So. Biddles Versteck. Gut. Versuchen wir nochmal unser Bestes. Part 2 dieser Folge. Biddles Versteck. Okay. Oh, Karibische See. Ja, ich liebe die. Guckt euch das an, wie cool das hier aussieht. Siehst du die Ratte, Captain? Achso, ich soll ein Schiff gehen. Ich dachte, wieso fahre ich nicht? Erstmal muss ich hinlaufen. Irgendwas, Captain? Nördlich von hier. Festhalten! Setzt halbes Segel! Halbes Zeug setzen! Volles Segel! Gib ihm alles, volle Männer! Volle Segel! Auf Position! Gefechtsrollen! Gefechtsrollen! Kampfstationen! Was? Hier ist doch nichts. Weil wir fahren gerade in eine ziemlich gute Falle rein, muss man sagen. Aber es ist eine coole Falle. Sieht richtig gut aus. Und ich find's gut, dass der Wind immer mit mir mitdreht. Ist so, als hätte ich es mir so gewünscht. Kämpft auf Feuerstuhl! Getroffen! Eine kleine Kackbratze, du. Pablo, Kreuzwinde! War ja klar! Mir könnte man nichts. Hä? Bin wohin gefahren. Breitseite abgeben! Wir segeln in den Wind! Kurs anpassen! Das war nicht gut für uns! Was ist denn da? Ach so! Oh. Das war gar nicht auf meiner Karte verzeichnet. Was soll ich denn machen? Soll ich... Lade Kettengeschosse! Soll ich Kettengeschosse machen? Los! Gebt mir alles! Volles Segel! Macht schon! Was hat das Wiesel vor? Notanker luftwärts, Captain! Kannst sicher sein, dass er noch was im Ärmel hat! Keine Ahnung. Auf mein Zeichen! Oh. Schieß! Der Mast muss mit Kettengeschossen zerstört werden. Ja, aber... Ach, leckt mich. Ich sehe mehrere Kriegsschiffe. Eine verfluchte Armada. Ich wusste, er hat was vor. Und er dreht bei, um anzugreifen. Jetzt sind wir dran, Captain. Die machen wir doch platt, Alter. Dann kämpfen wir, Mr. Faulkner. Kapert die Randolph. Versenkt den Rest. Keine Rücksicht, Männer. Wird Feuer frei. Na shit. Gebt mir Kettenkugel! Aha, da kam eine Welle. Du Lappen. Einiger Segel! Einiger Segel! Einiger Segel!
Muss mich aber auch gleichzeitig um die kümmern, ne? Vollkugeln laden! Nehmt die an! Runter! Runter! Noch nicht! Und Feuer! Oh, der hat gesessen! Der hat gesessen und den Ramba! Boom, du Schlampe! Okay, er hat nichts gebracht. Ich häng fest! Ich häng fest! Runter! Runter! Bin frei. Nein! Flucht. Okay, wir werden höchstwahrscheinlich noch einen Anlauf brauchen. Ah, verdammt! Die sind zu dritt, das ist unfair! Ja, wir können das auf jeden Fall noch schaffen, auch wenn ich nur 2 HP habe oder so. Achtung! Müsst mich nur einmal treffen. Und Feuer! Okay, jetzt sind sie genau da, wo ich sie haben möchte. Erstmal die Welle abwarten. Achtung, Captain! Und schießen! Das ist doch nicht euer Ernst! Verdammt! Komm, den haben wir doch richtig gut erwischt! Kann ich nicht euer komisches Pulverfass aufschießen? Noch nicht! Feuer frei! Komm schon! Da kommt eine Welle hoch, ich glaub's nicht, habt ihr es gesehen? Aber wir haben ihn versenkt. Entdeckung! Das habe ich noch rechtzeitig gesehen. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Kettengeschosse laden! 3 Minuten Zeitlimit? Ja, leck mich doch. Ja, der hat gesessen. Runter! Runter! Ist egal, ob wir im Wind stehen. Ich muss den Typen fertig machen. Bereit zum Feuern! Und Feuer! Nein, Welle! Nein! Ich wurde von der anderen Seite abgeschossen! Nein! Okay. Das 3-Minuten-Limit, das kriegen wir easy hin, Freunde. Ich werde mein Bestes geben. Nur für euch. Gefechtsstation! Auf Gefechtsstation, Männer! Alle auf Gefechtsgeschosse! So, die ersten Kettengeschosse werden wir schon mal treffen. Ups, das ist kein Kettengeschoss. Okay, das ging voll daneben. Okay, wir fahren denen entgegen. So, dass er zu uns kommen muss. Eine verfluchte Armada! Ich wusste, er hat was vor. Und er dreht bei, um anzugreifen. Jetzt sind wir dran, Captain. Er kommt doch sowieso zu mir. Captain, die Randolph ist da hinten. Aber die Kriegsschiffe sind doch da hinten. Was willst du von mir? Wir sind auf See. Er wollte zu uns. Willst du mich verarschen? Ich drehe euch. Alle Mann auf Gefechtsstation. Position einnehmen. Gebt mir Kettenkugeln. Wir können doch einfach die Schiffe ignorieren und die Typen kapern. Oder ist es unsere Mission, dass wir das machen müssen? Nö, wir haben keine andere. Okay. Kriegsschiff! Ist mir egal! Macht euch gefasst! Ich sehe mehrere Kriegsschiffe! Wir haben 3 Minuten zum Kapern. Eine verfluchte Armada! Ich wusste, er hat was vor. Und er dreht bei, um anzugreifen. Jetzt sind wir dran, Captain! Nein, nein, mein Freund. Er ist dran. Dann kämpfen wir, Mr. Faulkner. Kapert die Randolph. Versenkt den Rest. Ihr müsst den Randolph mit einer Breitseite brechen. Deckung! Unter den Schein! Gebt mir halbes Segel! Bereit, Nein! Feuer!
Wie oft kannst du eigentlich schießen, du Bengel? Okay, abwarten, abwarten, abwarten. Da ist noch eine Welle. Wir haben den Dreckskerl! Ladet Rundkugel! Wechseln die Geschosse! Los, wechseln! Feuer frei! Das hat gesessen! Wir fahren jetzt einfach zu Randolph und nehmen ihn ein. Was ist denn los? Versenkt erst die anderen! Es ist zu früh zum Kapern! Warum? Oh shit, das ging daneben. Okay. Wir haben 3 Minuten, die anderen zu versenken. Er hat sein eigenes Schiff getroffen, der Depp. Bereit machen, Jungs! Feuer! Oh, voll getroffen! Wir dürfen nur nicht zu weit entfernt sein von den Jungs gleich. Aber ihr seid schlechter als ich. Muss das erstmal geben. Ja, ist mir klar, ich bin unterwegs. Easy going, Alter. Breitseite abgeben! Guckt sie euch an, die Lappen. Volle Breitseite! Okay, komm, letzter Schuss. Ah, hinter mir schießt auch noch jemand auf mich. Oh, hi! Verdammt. Oh! Oh! Hä? Du musst doch versenkt werden. Was ist denn los mit dir? Hey, Gnies! Ist immer noch nicht kaputt! Was stimmt mit dem nicht? Guckt ihn euch an! Jetzt wirst du versenkt, Mann. Wow. Aber ich sehe doch theoretisch auch. Eigentlich Scheiße. Breitseite vom Kriegsschiff! Breitseite abgeben! Der endlich ist er weg! So, jetzt bist du noch alleine da hinten. Ich kriege ich auch noch. Pass auf. Was habe ich da eigentlich doch? Was für nichts. Oh, ist hier eine Leiche vor dem Schiff. Alle laufen einfach drüber, cool. So. Kriegsschiff, Breitseite! Runter, runter! Er hat nicht mal getroffen. Oh, das sitzt! Deckung! 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 Wieso kann ich eigentlich die vorwärts schießen? Noch nicht! Ah, doch, kann ich schon. Feuer frei! Ah, super, danke schön. Da kam die Welle, aber für ihn auch. Nachladen! Warten! Du musst beidrehen, Captain! Die Randolph ist da hinten! Ah, verdammt. Ich hab ihre Schwachstelle im Blick! Bereit zum Feuer! Geht runter! Okay. Hauptsache, wir sind jetzt nicht zu weit entfernt vom Schiff. Den Wind. Sie ist unser Männer. Captain. Bereit zum Entern. Bitte gehört mir. Oh ja, jetzt geht's ab. Wir müssen die Randolph entern. Ja, da hinten ist sie doch. Ich sehe sie doch. Dude. Machen wir jetzt keinen Scheiß. Oh. Imposante Welle. So, da bist du, Kollege, ja? Hast gedacht, du kannst hier jetzt hier einen auf hier Drecksack machen, ne? Nicht mit mir, Bro. Ich ramm dich weg!
Zieht sie ran! Zu den Waffen! Zu den Waffen! An die Drehbassen! Gib Deckung vom Achterdeck! Sichert die Achterleinen! Zog den Bug fest! Entert die Ränder! Hey! Da ist er ja. Wo ist er denn? Nein, ich wollte ihn doch von oben assassinieren. Dein falscher Sinn für Gerechtigkeit ist erbärmlich. Du hättest nie dein kleines Dorf verlassen sollen. Na komm, er hat keine Waffe mehr. Was willst du jetzt machen, hä? Na komm, du Wilder. Zeig mir, was du kannst. Na gut, dann kontern wir halt nicht. So, weg mit dir. Na komm, du Wilder. Zeig mir, was... Ach, Verfolgungsjagd im Schiff, ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Wo ist denn die Waffe her? Ich werde dich leiden lassen für all die Schäden an der Randall. Ach, die Geschichte. Okay. Ey, was zum... Beharrlich und klug. Schade, dass ich dich töten muss. Ha. Au. Na komm, du Wilder. Zeig mir, was du kannst. Wo hast du denn hier noch mehr Kisten? Die große oder was? Ey, jetzt lass... Ich guck grad nach Kisten, Dude. Achso, nee. Ein falscher Sinn. Es gibt keine Kisten mehr. Deine Schreckensherrschaft über die Küste ist beendet. Deshalb hast du mich verfolgt. Weil du mich für einen Feind deiner Sache hieltest. Du bist genauso ein Narr, wie alle sagen. Du brachtest unschuldigen Menschen Schmerz und Leid nur für deinen persönlichen Profit. Schmerz und Leid? Ich befreite sie. Ich merzte Abtrünnige aus und stärkte die Patrioten. Ich wollte Admiral werden. Na und? Die Revolution braucht einen. Und ich war der beste Mann dafür. Der einzige Mann. Und ohne mich... wäre die kontinentale Marine nur ein Haufen von Flößen. Trotz eurer Visionen erkennt ihr Assassinen die Wahrheit nicht. Genug. Warte. Lass die Randolph mit mir sterben. Nimm sie nicht als Beute. Bitte. Bitte. Ich will keine Gnade. Nur mit meinem Schiff untergehen. Lappen. Ich kann nicht glauben, dass du die Randolph zurücklässt. Sie ist ein mächtiges Schiff, Captain. Und was wird aus Biddle? Du zeigst Gnade im Angesicht des... Ich schätze, das war's dann. Etwas zu dramatisch, aber egal. Nur schade um das schöne Schiff. Ein Hoch auf die Männer, Captain! Dreifaches Hoch auf die Akia! Auf unseren Sieg! Hip, hip! Hurra! Hurra! Hip, hip! Hurra! Hip, hip! Hurra! Hurra! Währenddessen da die Leichen liegen, okay. Spend all my money on whiskey and beer. Er lebt doch noch. Kannst du mir doch nicht erzählen. Biddles Versteck. Abgetakelt. Ich habe eine Sache nicht geschafft. Egal. Egal. Ich bin froh, dass wir jetzt erstmal mit dem Schiff hier durch sind.
Ich weiß nicht, ob wir die Zusatzmission noch machen sollen. Schreibt mir das am besten in die Kommentare, ob ich das noch machen soll. Die ganzen anderen Schifffahrtsmissionen. Und dann machen wir das. Weil ich glaube, das wird auf die Dauer einfach zu eintönig. Wenn wir da die ganze Zeit jetzt 20 Folgen mit dem Schiff fahren. Aber naja. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Und dann werden wir anderes DLC einschlagen. Oder wir gucken kurz mal nach. Haben wir noch irgendwas? Ja, ein anderes DLC. Und dann sagt ihr mir, ob ich die hier für euch auch noch machen soll. Maritime Missionen sind das. Haut rein, euer Zero. Tschüss.